Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trine 2. Wow! Wir sind hier in Vorsicht! Oh. Warte, das kann ich auch. Obwohl, jetzt ist es auch. Er ist schon down. Er ist schon down und jetzt komme ich nicht mehr raus. Nein! Na gut, wir sind hier in Folge 3 und haben offensichtlich mit riesigen, komischen Felsen zu tun. Und natürlich die Gegner aus der letzten Folge sind auch wieder mit dabei. Im ersten Level haben wir nämlich schon neue Gegner kennengelernt. Das sind, ich glaube, so Goblins oder Kobolde oder sowas. Jupp. Okay, bis jetzt haben wir schon Nahkämpfer und Fernkämpfer gehabt. Die sind ein bisschen ähnlich wie die Skelette aus dem ersten Trine-Teil, den wir ja schon gespielt haben und dessen Folgen ihr auch auf unserem Kanal entdecken könnt, wenn ihr ein bisschen sucht. Vielleicht habt ihr sie ja schon gesehen. Okay. Noch sowas. Das ist der gleiche, ne? Ja, das scheint schon. Na, jetzt müssen wir ein bisschen schnell sein. Gut, dass wir einen Lauft. Zauber. Wow, wow, wow. Wow! Oh, Pilze. Juhu! Die gibt's auch nicht. Jumping. Geil. Moment, ist was unter den Pilzen? Nein. Woo. Und Blasen und irgend so ein Bogenschütze. Ach, da ist auch noch ein Bogenschütze. Ja. Wir spielen gerade, lass uns in Ruhe Bogen. Da ist eine Schatztruhe. Was? Rechts. Was? Oh ja, ich sehe sie. Ich sehe. Verdammt. Ah, da, okay. Ach, kacke, die. Warte. Warte mal kurz. Oh, ich kann sie nicht bewegen, also. Kannst du dieses Ding hier oben bewegen? Ich glaube nicht, wenn du drauf. Oh, doch, ja. Wo willst du hin? Oh, Timo ist hochgekommen. Naja, du musst dich einfach nur auf die Luftblase stellen und ein bisschen warten. Okay, mach. Wow. Ich mach mal die Schatztruhe auf. Ja, mach mal auf. Mit B. Ja. B ist irgendeine Taste. Ja, drück einfach drauf los, irgendwann machst du sie auf. Das ist ein Gedicht. Du hast das Sammlergedicht noch einmal gefunden. Sehr gut. Gleich angucken, wie geht das? Drücke Start. Erfolge. Inventar. Wo mag das denn wohl sein? Naja. Mach mal. Habe ich das gerade weggeklickt? Ah, obwohl, nee. Moment. Informationen hier. Ja. Okay. Egal. Sehen wir uns erstmal weiter um. Ah, so, die Stacheln bringen sie dann zum Platz. Leute. Gut. Da ist wieder was zum Wasser machen. Ah, schön. Wer muss lullern? Da haben wir es. Ein lustig aussehender Fels. Aber das ist eine Riesenschnecke. Genießt eine Dusche. Ach so, das ist eine Schnecke. Geil. Oh. Wie kriegen wir das Wasser jetzt darüber? Warte, also... Mit dem anderen, ne? Mit dem Holzteil. Kiste? Der Zauberer kann das vielleicht bewegen. Ach so. Ah, warte mal. Das hier? Nee, das... Dieses Ding hier, wo du draufstehst. Ja. Ah, das ist gut. Ja. Das lässt sich einrichten. Perfekt. Schon alles aufgebaut. Und drehen. Wieso stehst du da? Alex, geh da erstmal weg. Okay. Weg du hast hier. Es geschafft, oh, okay. Ein Riesenkohl. Ah. Da geht sie. Ach so. Einen gesunden Appetit hat die Kleine. Ach, guck mal. Oh, knuffig. Geil, da musste man die Schnecke da wegbewegen. Ist ja lustig. Ja, weiter geht's. Ja, und wieder haben wir erfolgreich ein Rätsel gelöst. Oh. Was ist das? Was auch immer das war. Ich bin froh, dass es die andere Richtung eingeschlagen hat. Du gehst vor. Timo, du bist der Krieger. Ich bin der Krieger, ich geh vor. Ja, was soll's, weiter geht's. Und boing. Oh, da sitzt Oh, some guy. Wow, das war ein Frostpfeil, oder? Ja. Wie hast du das gemacht? Keine Ahnung, sind die Standardpfeile. Cool. Was ist das? Das ist eine Blase. Was ist das für eine Art Blase? So eine Kiste kann ich, glaube ich, nicht aufs Blatt draufstellen. Boink. Und sich irgendwo dran fester? Gibt's hier was aus Holz? Könntest du nicht hochschweben. Wohl. Cool, ich kann die auch kaputt machen. Hebel benutzen. Hier ist ein Hebel. Benutze ihn. Angst. Boah, geil, ich kann den, steuern, so hin und zurück. Okay, mach mal. Aber was ist, wenn wir dann nicht mehr da rankommen? Moment. Also jetzt habe ich ihn umgelegt. Ich kann ihn aber immer noch benutzen. Moment, also... Oh, jetzt ist er wieder zurückgegangen. Also eine Kiste da drauf geht? Ja.
Irgendwie doch. Hm. Ach, da ist noch ein Blatt. Ja, warte. Versuchen wir es mal hier. Zur Zeit zaubern, ja, oder? Ja, aber. Warte, hört mal auf, da rumzuhüpfen, damit ich sie erstmal hier ruhig abstellen kann. Hm. Obwohl. Kannst du die Blasen steuern? Warte, ich hab eine Idee, geht weg. Oh, warte, halt das mal so hin. Ich kann das nicht halten, aber das geht. Lustig. Das geht. Das ist gut. Tatsache. Wahnsinnsidee. Sehr gut. 31 von 50. So viele Fiolen haben wir also schon eingesammelt. Ja, die Erklärung gibt es, wenn wir mit dem Level fertig sind. Genau. Okay. Ja. Die Blasen zum Platzen bringen. Nein, bringen sie nicht zum Platzen. Ja. Wir müssen drauf reiten. Stimmt. Ride it, Baby. Da oben ist wieder eine, so ein Fiolen-Ding, glaube ich. Ich weiß nicht, in welche Richtung wir denn jetzt hebeln müssen. Ja, genau, oben schwebt das. Okay, was hat das jetzt gemacht? Oh, warte, ich werde mich erstmal auf die Blase stellen. Und ach so, das müssen wir hochziehen und damit wir da hochkommen. Ja. Na gut, du kannst ja erstmal die Fiole holen. Sie wird nicht auch aufgehen. Aber das ist nicht so gut. Also mal ein bisschen langsam. Ja, das ist ein bisschen langsam. Okay. Mann, das ist aber auch spannend hier. Falls du es nicht packst, ich bin auf der nächsten. Ah, shit. Okay. Hey, geh runter. Ja. Versuchst du. Meine Blase. Also, kannst du die nicht steuern? Nein. Verdammt. Wo ist denn die Fiole? Komm ich da schon ran? Wann platzt das Ding? Jetzt. Oh, ja, sehr gut. I made it. Warte, ich versuch was. Was für ein, es geht das auch noch. Gibt dich das Wasser nicht? Nein, das ist einfach nur Blubberblasenwasser. Hier ist eine Holzkiste. Und eine Fiole gewesen. Das ist cool. Okay. Los, ich schweb mich mal hoch. Ah, ja, stimmt. Ist da noch ein Hebel bei dir? Nee. Okay. Aber hier ist noch eine Fiole. Dann schnapp sie dir. Ja, ich versuch's mal. Man kann die Blasen sogar lenken, auf denen man steht. Echt? Wie? Ja. Wirklich? Wie? Jetzt fliegt sie gerade nach rechts. Wie hast du das gemacht? Tja, Skill. Muss ich links auf die Blase stellen, dann fliegt sie nach rechts. Aha. Ist ja cool. So, kommt ihr hoch? Warte, ich versuche erstmal. Bin ich runtergefallen? So, Timo? Zeig das einmal. Ungefähr so. Verdammt, ich komme da nicht hoch. Tata! Und Timo springt. So, dann komm her jetzt, Timo, die Zeit ist gleich um. Ja, hier haben wir. Zumindest ist die Brücke hier. Ja, jetzt frage ich mich, wie komme ich da rüber? Naja, du hast ja begrenzt viel Zeit, oder? Ja, Mist. Okay, warte, ich habe begrenzt viel Zeit? Naja, okay. Sonst mache ich das und du schwebst mich mit der Kiste hinterher. Okay, das hört sich gut an. Wo ist die Kiste? Konnte man noch hoch, ne? Die liegt da bei Timo. Timo steht drauf. Ich kann sie nicht schweben. Ja, ist ja egal, du musst dann nur erstmal hoch. Oh, so. Okay. Ah, verdammt. Double Jump! Double Jump! Okay. Dann schweb mich mal gleich nach ganz oben, dann kann ich noch die Fiole mitnehmen. Nice. Mist, komm her. Weiter geht's nicht. Hab sie gekriegt. Wunderbar. Sehr gut. Errungenschaft freigeschaltet. Whoa. Triste Wildnissammler. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, aber für uns kam da eine Steam-Einblendung. Okay. Also ich glaube, die sieht man auf der Aufnahme nicht. Und warte. Zack. Errungenschaft freigeschaltet. Das war nicht ich. Das war nicht ich. Was? Wir warten das dran. Ich kann klettern. Warte. Geil, ich hab ihn erwischt. Nice. Oh, gut abgewehrt. Hast du die Leiche von ihm genommen? Nein, der hat noch gelebt. Neun. Glaube ich zumindest. Alter, wie die zerplatzen. Was? Warte. Ich dachte, wir könnten auf den draufsteigen oder so. Killer-Modus. Naja. Wow, ein Gegner. Aha. Aber, ah ja. Platz. Vorsicht. Timo. Wartet mal du kurz. Du hast den Schild. Entspannt. Ich guck mal, ob da was zu machen ist. Kannst du zwei auf einmal machen? Nein. Okay. Kannst du mich hier rüberrollen? Ich bin hier oben. Hier auch rüberziehen. Juhu! Die Türen schließen automatisch. Moment, kann ich das noch? Nee. Okay, das geht nicht. Ja, warten wir einfach, bis die ausgeschossen haben und dann. Und sehr Checkpoint! Schön. Yes! Das sind noch mehr Checkpoints als sonst, oder? Hab ich das Gefühl.
Ja, vielleicht ja, denken die, dass wir schlechter sind als sonst. Aber es ist, das ist vielleicht auf das erste Level. Ja. Ein bisschen Schonfrist für uns. Wow, Gegner, hinter uns. Hinter uns. Stirb. Krieg, mein Gegner. Ich frag mich, ob er stirbt, wenn ich ihn fallen lasse. Hier ist jetzt so ein Eisblock. Nein. Wir können drauf. Nee, wir können nicht drauf. Wir können ihn schieben gegen eine Wand. Er ist ja lustig. Nein, aber gut. Oh, Moment. Ist noch ein und gegen die Wand. Ach nee. Oh, da ist einer hinter der Wand. Jo. Kann ich ihn abschießen? Bams. Oh nee. Moment. Halt mal hoch. Ihr seid so gemein. Das gibt's nicht. Was? Er hat's drauf angelegt. Mist, wir kommen nicht hoch. Mach mal Hammer Time, Timo. Stop. Hammer Time. Oh, okay. Das hat sich erledigt. Hallo. Oh, wie bist du jetzt da reingekommen? I am Batman. Ich bin Spider-Man. Entschuldigung. Stimmt, Spider-Man passt besser. Na, wo sind die Gegner? Vielleicht ist da unten was. Nein, das war nichts. Oh, jetzt ist es für immer weg. Ich habe uns eine Plattform zerstört. Oh geil, ich bin hier drauf gelandet. Nein! Nein! Oh, da unten ist nix. Guck mal, ob da irgendwas ist. Ja, ich gucke. Hier ist so eine... Autsch! Schieß mich doch nicht ab. Oh, warte, wenn du drauf stehst. Oh, doch, sie schießt. Okay. Die hat aufgehört zu schießen. Ja, nee, hier ist nichts. Ah, hier ist ein Bogenschütze. Da ist ein Gegner, ja. Ja, warte, ich bin... Oh, ich wollte ihn einfach in die Blumen fliegen lassen und mal sehen, was passiert. Oh, Verzeihung. Na, ist nicht schlimm. Der nächste. Es gibt ja noch viele. Autsch, bin tot. Holt mich wieder! Was? Holt mich wieder! Achso, die Blume da ist. Die miese Blume hat mich Oh, danke. Wow. Ah, warte. Ja, ich auch. Was ist die Luft aus diesen Rohren? Was ist die Luft aus diesen Rohren? Was ist die Luft aus den Rohren? Wer hat den Anfang mitgekriegt? Das hier. Ja, wie geil der Hintergrund aussieht. Ja, das ist wunderschön. I believe I can fly. Das ist sehr leichtes Holz. Oh. Nein! Nein, was machst du denn da? Oh, ich töte die Pflanze erstmal. Da ist, glaube ich, so ein Ding, was du da rauflegen kannst. Guck mal. Warte, was stand da? Ah, nimm mal die Kiste drehen, weg. Wir haben einen Analogstick. Hinter der Kiste ist so ein Rohr, was du da draufpacken kannst. Ah, cool. Das musst du da irgendwie ranlegen. Moment, dann geht mal kurz aus dem Weg. Stellt euch nicht auf die Kiste, sonst kann ich sie nicht bewegen. So. Du sollst ja auch das andere Ding bewegen. Ja, erstmal muss die Kiste weg, damit ich das andere Ding bewegen kann. Dann macht die Musik kaputt. Okay, wir drehen. Geil, wie dann auch so nur nicht eine in Hand benutzt. Richtung. Nice. Funktioniert das jetzt? Was soll's denn machen? Müssen wir einfach nur hochkommen, ne? Hm, okay. Ja. Ich dachte, ah, da cool. Geht noch was. Bogen ist gespannt. Schild gezückt. Soll nur kommen. Oh, oh. Was für ein lustig anmutender Ort. Finde ich auch. Okay, ist safe. Ich habe mal einen Pfeil reingeballert. Das da so war wieder doch Fiolen. Noch was. Ich sehe den Boss-Fight schon. Vor allem mit diesen Schlangen als irgendwie... Ja, das... Torsäulen oder so. Und so, naja, so ein Adler oder sowas. Also die Schlange haben wir ja schon gesehen. Die ist ja vor uns weggekrochen. Ja. Sollen wir mal rein in die Stube? Ja, ja. Also... Ah, ist nur ein Checkpoint. Ich dachte, das wäre Levelende gewesen. Moment. Eine Riesenschlange. Das Ding ist, das ist Boah. Ah, sie hat mich ja gut getroffen. Du wärst ab, ne, Timo? Ah, ja. Sehr gut. Funktioniert auf jeden Fall. Ja. Ich wollte das mal testen. Okay, ich kann sie nicht abschießen. Ist zu weit weg oder was? Nee, sie ist einfach im Hintergrund. Sie ist im Hintergrund. Moment, sie hier vor uns ist so ein komischer Typ. So, den können wir auch als Schild benutzen. Den musst du mit hier sie. Geh mal ein bisschen näher ran, Timo. Wow! Boah, ja? Hast du gesehen? Ich bin ausgewichen. Und hier, fress ich. Glaub. Irgendwelche Ideen? Ah, über ihr ist sind so Steine, die kann man vielleicht okay. schieben. Okay. Mach was, Schlange. Ah, sie macht die Pfeiler kaputt. Die Stützpfeiler. Ah, okay. Wenn man drauf steht. Dann stehen wir halt drauf. Ich stehe total drauf. Komm her, Schlange. Hua. Oh, daneben. Nochmal. Hua. Komm her. Na komm, Schlange, Schlange, weißt du. Autsch, nicht spucken. Hua. Ja, sie hat mich getötet. Draw.
Holt ihr mich trotzdem wieder? Gewaltige Schlangen und riesige Schnecken. Was kommt als nächstes? Ein gigantisches gegrilltes Schwein, hoffe ich. Oh ja. Wer sind diese seltsamen Leute? Ich behalte sie besser im Auge. Was war das? Der Trine hatte unsere Helden zu einem seltsamen Wald gebracht, wo sie Kobolden und gewaltigen Kreaturen begegnet sind. Nachdem sie sich den Gefahren der verlassenen Ruinen gestellt hatten, kamen sie zu einem großen, dampfenden Sumpf. Doch ahnten sie noch nicht, dass nun jemand ihre Reise mit großem Interesse verfolgte. Oh, okay. Dann war das jetzt unser erster Bossgegner. Alles klar, Level 1 ist geschafft und in der nächsten Folge wartet dann das Tal der Sümpfe, darauf erkundet zu werden. Oh ja. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.